Vor kurzem sagte ein Geschäftsmann zu mir, wir betreiben unser Geschäft eigentlich so, wie wenn man mit dem Auto fährt und eine komplett schwarze Frontscheibe hat. Alles ist schwarz, man kann nichts sehen. Wir haben nur die Rückspiegel. Durch die Rückspiegel können wir irgendwie so ein bisschen sehen, was in der Vergangenheit war, was funktioniert hat. Und wir überlegen, fahren wir ein bisschen mehr rechts, fahren wir ein bisschen mehr links. Aber eigentlich, was sich wirklich vor uns befindet, das wissen wir nicht. Wir fahren einfach mal weiter. Ich dachte darüber nach und mir wurde bewusst, dass das eigentlich für uns alle gilt. Eigentlich leben die meisten Menschen so. Wir fahren mit unserem Lebensauto irgendwie vorwärts, aber die Sicht ist völlig verbaut. Eine schwarze Frontscheibe. Ja, wir haben den Blick nach hinten und können so ein bisschen über den Rückspiegel sehen, wie wir fahren sollen. Aber was wirklich vor uns liegt, das wissen wir nicht. Ist das kilometerweise schnurgerade Autobahn? Oder sind da Hindernisse? Gibt es da irgendwelche Dinge, die gefährlich sind? Blockaden? Ist da eine Kurve? Sind da Schlaglöcher? Was liegt wirklich vor uns? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist da ja auch eine Kaimauer und es geht ins Wasser runter oder eine Klippe oder was auch immer. Wir haben keine Ahnung, was wirklich vor uns liegt. Und so bewegen sich die meisten Menschen irgendwie so vorwärts und hoffen, dass es möglichst lange geradeaus geht. Und viele Menschen wollen wissen, was bringt die Zukunft? Was liegt vor mir? Wie muss ich reagieren? Und beschäftigen sich mit allerlei sonderbaren Sachen, um da etwas herauszubekommen. Weißt du, was das eigentliche Problem unseres Lebens ist? Dass wir selber am Steuer sitzen. Weil wir starren gegen die schwarze Windschutzscheibe und sehen nichts. Christen sind Menschen, die Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Die ihm das Lenkrad sozusagen ihres Lebens übergeben haben. Die gesagt haben, du bist mein Herr, du sitzt sozusagen auf dem Thron, du sitzt sozusagen auf dem Fahrersitz. Ich rutsch auf dem Beifahrersitz und akzeptiere, dass du das Auto von jetzt ab lenkst, führst und leitest. Und weißt du was? Er kennt die Strecke absolut genau. Er kennt jedes Hindernis, jedes Schlagloch, jede Kurve, alles. Vollkommen perfekt. Der Geist Jesu möchte uns leiten, möchte uns führen, möchte uns in unserem Leben zu der Bestimmung hinbringen, die der Herr für uns hat. Möchte unser kleines Lebensfahrzeug dahin bringen, wo der Plan Gottes für unser Leben ist. Und in der Bibel lesen wir, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er, der Geist Jesu, wird uns leiten. Er wird uns zeigen, was das Kommende ist, was vor uns liegt. Er will uns vorwärts bringen. Er will uns führen. Das ist der Vorteil, wenn man Christ ist. Man braucht sich nicht zu stressen, wo man hinfährt mit seinem Leben, sondern man sagt, Herr, führe mich, leite mich durch deinen Geist genau dahin, wo du mich haben willst. Du brauchst dein Leben nicht voller Angst und Panik hinter einer schwarzen Windschutzscheibe zu verbringen. Du kannst dich eigentlich ganz relaxed auf den Beifahrersitz setzen und sagen, Jesus, führ mich zu dem Ziel hin, wo ich hingehöre. Leite mich durch deinen Geist. Ich will mehr oder weniger ganz entspannt am Ziel ankommen. Und du wirst sehen, der Herr führt dich einen guten Weg, einen erstaunlichen Weg, einen Weg, der anders ist vielleicht, als du es dir gedacht hast, aber ein Weg, der dich ganz sicher zum Ziel bringt. Denn Gott hat mehr für dich.